Ich bin Tobias von Irsel, 20 Jahre alt, bin hier bei Phoenix Contact Azubi für Elektroniker für Green Systeme und bin jetzt im zweiten Lehrjahr und habe meine Zwischenprüfung auch schon hinter mir. Ja, erstmal in der Entwicklung, da können wir dann den Ingenieuren in der Entwicklung helfen, falls Prüfaufbauten gemacht werden oder andere Tests durchgeführt werden und auch als Facharbeiter in der Abteilung, wenn Maschinen instand gehalten werden müssen, Reparaturen durchgeführt werden oder auch neue Prüfplätze oder Arbeitsplätze errichtet werden, die dann aufzubauen. Ja, dass wir die Elektrik und die Elektronik lernen, also nicht nur Platinen löten und die kleinen 12 bis 24 Volt Spannung haben, sondern auch wie in Schaltschränken 230 und 400 Volt haben, dass wir das auch lernen und auch beherrschen, dass wir mal einen Schaltschrank aufbauen können, instand setzen können oder irgendwelche Erweiterungen durchführen können und sowohl auch in unserer Produktion, wenn wir kleine Platinen haben, dass wir die dann auch reparieren können und auch verstehen, was da überhaupt stattfindet oder was da überhaupt passiert. Ich finde auf jeden Fall, dass wenn man irgendwelche Geräte zu Hause hat, ob es beim Handy anfängt oder auch beim PC, dass man doch auch wissen will, was dahinter steckt. Nicht nur, okay, ich mache einen PC an, der funktioniert, sondern was passiert in dem PC, warum ist das so, was für einzelne Teile, wie werden die miteinander verbunden, dass all das, was wir auch mitlernen, das mit Schnittstellen ist und auch den ganzen Bauteilen, was die machen. Und so versteht man das alles viel mehr und man muss auch zu Hause auch meines Erachtens das Interesse haben, selber zu experimentieren, weil man kann immer so kleine Projekte selber zu Hause machen, ob das nur LED-Leisten sind oder das Ambilight für den Fernseher selber programmieren und aufbauen. Das sind so Sachen, die doch interessant sind und auch auf jeden Fall helfen. Es fing eigentlich an im Physikunterricht, dass unser Lehrer uns viele Chancen gegeben hat, Möglichkeiten, das kennenzulernen, auch viel zu Hause mit Experimentierboards zu machen. Und dann mein Abitur habe ich im technischen Bereich gemacht, wo wir dann auch viel mehr in Elektrotechnik gemacht haben und es immer mehr wurde an Fächern und auch elektrotechnischen Fächern. Dann das Praktikum während meines Abiturs habe ich dann bei Phoenix Contact gemacht, in der Ausbildungswerkstatt für Elektrotechnik. Ich habe mir auch andere Berufe noch angeguckt, wie Mechatroniker, wo auch Elektronik natürlich dabei ist, aber im Endeffekt war es nichts für mich, zum Beispiel das Mechanische. Ich habe mich da selber informiert und dann doch herausgefunden, Gerät und System ist für mich mehr, weil es halt diese Elektronik befasst, was zum Beispiel im PC oder auch im Handy ist. Das ist, finde ich, das einfach interessant, weil man so viel mit so kleinen Bauteilen machen kann.